Vielleicht schnaubend stapfe ich hinterher und gucke dann noch mal leicht zweifelnd die Inquisitorin an. Ja, du kannst noch sehen, wie die Soldatin neben dir irgendwie versucht aufzuschließen, neben deinen langen, großen Schritten hopst sie so ein bisschen hinterher. Verzeiht, mein Lord, ihr werdet sicherlich unten auf der Oberfläche genug zu trinken bekommen. Ab Dank. Soll ich euch das Wasser wirklich bringen? Nein. Okay, habe ich mir gedacht. Auf dem Weg in diesen Raum, wo wir beten können und uns vorbereiten, setze ich mich neben Gabriel und flüstere ihm zu, vor der Inquisitorin so abweisend gegenüber deinem Bruder zu sprechen, ist deine Schande, Bruder. Ja, man hört nur ein Grummeln unter dem Serverhelm, der sich in deine Richtung dreht. Ein Ansatz zum Nicken macht, aber dann umentscheidet. Ja, geleitet von der Soldatin könnt ihr dann eure Räumlichkeiten aufsuchen. Es ist sehr spärlich, aber das kennt ihr ja schon. Einfach nur Metallpritschen, die dann euer Gewicht aushalten. Und einige Schreine, die dann verschiedener Orden, vor allem die neuen ersten Orden, verkünden, dass ihr euch dann dort abknien könntet, wenn ihr dann mögt, oder aber eigene Gebete irgendwie sprechen mögt. Wie auch immer ihr wollt. Ansonsten gibt es auch eine kleine Waffenkammer, die nicht so sehr viel hergibt wie die Donnerwort, aber schon das ein oder andere. Exquisite Rüstung oder so etwas werdet ihr aber nicht finden. Gut, fragen wir einfach mal Bruder Arminius, was möchtest du denn Besonderes einpacken? Ich denke, einen Flammenwerfer mitzunehmen kann nicht schaden. Falls sie den haben. Ja, Flammenwerfer ist kein Problem. Und ansonsten... Es geht unter Wasser, nicht wahr? Es geht potenziell unter Wasser, meine ich. Es geht potenziell unter Wasser, ja, ne? Liegt Kartenmaterial der Unterwasserbodens südlichen Planetenhemisphäre vor? Nein. Nein. Sprengladung? Oh, Sprengladung kannst du bekommen, ja. Unseren Imperial Fist, aber der ist nun mal nicht hier. Was möchtest du für Sprengladung haben? Plasma oder? Ich nehme eine Melterbombe, wenn du hast. Melter, ja, alles klar, Melter. Dann gib mir. Tordal. Wahrscheinlich deine Kettenaxt, Kettenschwert? Ja, mein Kettenaxt, meine Kettenschwert, meine Boltpistole. Kettenaxt denn nicht? Ich überlege gerade, eventuell besondere Munition für die Pistole mitzunehmen. Ja, wir wissen halt nicht was. Ja, das ist das Problem. Wahrscheinlich, ich bin mir gar nicht sicher, gibt es explosiv Boltmunition? Boltmunition ist von Haus aus explosiv. Ja, aber Spezial. Also die Drachenfeuermunition wird die explosive Zuladung der Boltepatrone durch ein Konzentrat ersetzt, das mit der Luft extrem stark reagiert. Wenn die Patrone explodiert, reagiert das Konzentrat und sorgt im Zielbereich für eine kleine Feuersbrunst. Das ist quasi so ein kleiner Flammenwerfer. Das ist die Drachenfeuermunition. Höllenfeuer ist das, was ihr gegen die Tyranniden hattet. Vergeltergeschosse sind gegen erbitterste Feinde mit viel Widerstandskraft. Also beispielsweise eure Verräter-Marines, die Chaos Space Marines. Wenn ihr gegen so etwas kämpfen müsstet, dann wären Vergeltergeschosse angebracht. Oder natürlich Krakengeschosse, die einen überlegenen Treibstoff haben, der vor allem für eine höhere Reichweite sorgt. Also in Zweifelsfalle würde ich tatsächlich, glaube ich, einfach die Krakengeschosse mitnehmen. Nicht du wäre. Denn die bringen dir im Grunde nur Vorteile. Ja. Das ist das Universellste. Ja, dann nehme ich einen Satz Kraken und Geschosse noch mit. Alles klar, Gabriel, der Apothekarius. Ja, ich nehme mir ebenfalls einen Satz Krakengeschosse mit. Und zusätzlich bleibe ich bei der Ausrüstung, die ich auch beim letzten Mal hatte, das heißt ein Diagnosehelm. Zusätzlich zu meinem Zeremonienschwert nehme ich eine Kettenwaffe mit, ein Kettschwert. Das war's tatsächlich. Sonst Standard aus Rüstung, Latissektum und dergleichen. Alles klar. Und zu guter Letzt der Ultramarine-Bruder Octavius. Ja, also ich hätte ganz gern wieder meinen geliebten Zielmarkierer, der mir einen kleinen Bonus auf Fernkampf gibt. Und dann würde ich tatsächlich mal die Vergeltergeschosse ein paar mitnehmen. Dass man mal ein bisschen was mit Bums hat, weil wir haben ja jetzt keinen Devastator in der Gruppe, ne? Korrekt.
Der Imperial Fist wurde wohl erst einmal zurückbehalten, ihr wisst nicht genau wie lange, um die Festungswelt oder um die Welt Avalos wieder auszubauen. Da gab es ja durch die Tyranniden zahlreiche Schäden. Und ihr wisst nicht genau, wann er nachkommt, aber der Devastator fehlt natürlich schmerzlich. Gut. Noch irgendwas? Ja, ich denke, wir sollten einen Anführer für diese Mission erküren und einen gemeinsamen Eid schwören. War ein Vorschlag von mir, der Eid des Ruhmes. Das würde voraussetzen, dass einer unserer Sturmmarines den Anführer mimt. Ja, dann gib her. Großartig. Was kann der Eid des Ruhmes? Der Eid des Ruhmes. Da wir nicht wissen, womit es sich genau zu tun hat, bietet sich kein anderer Eid an. Das gibt uns tatsächlich nur zusätzlichen Ruhm, sobald wir unsere Primär- und Sekundärziele erfüllt haben. Wir bekommen einen zusätzlichen Ruhmpunkt für jedes Ziel, das wir erfüllen. Ja, das könnte man machen. Was wir allerdings auch machen könnten, wäre der Eid der Imperator. Eid auf den Imperator. Das gibt plus 10 auf alle WK-Würfe. Weil es könnte ja auch sein, dass wir gegen verderbte Mächte antreten müssen, die uns irgendwie versuchen, mit Psi zu manipulieren oder zu verschrecken oder so plötzlich. Bist du ein taktischer Marine? Ja. Okay, ja, dann ist das auch eine Option. Wollen wir das zur Abstimmung stellen? Also ich würde die Ruhmpunkte nehmen. Also ich, wie sieht's denn aus? Hat denn jemand Lust, den Anführer freiwillig zu mimen? Sowas darfst du mich nicht fragen, denn die Antwort ist immer ja. Echt? Okay. Also ich mag natürlich die Ruhmpunkte und vor allem haben wir unseren Blood Angel noch nicht als Anführer gesehen. Du warst ja als erstes dran. Deswegen ja, würde ich dazu tendieren. Also ich sehe tatsächlich auch den Wert von plus 10 WK, wenn es jetzt irgendwie auf 50-50 runterkommt, aber... Das ist halt die Frage, ne? Weil wir nicht genau wissen, gegen wen es geht. Ja, das, was macht es tatsächlich, glaube ich, weniger wert. Wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, das ist irgendwie Warpress oder so, dann ja klar, sofort. Aber so. Alien Psyker kann man auch erschießen meistens. Ja, es ist gerade echt schwer, sich zu entscheiden, weil ganz einfach wir nicht wissen, was uns erwartet. Das passt halt beides. Gerade ganz gut. Hey Jungs, wir müssen uns aber entscheiden. Also, ich denke, wenn wir halt am Ende dastehen und wir haben nicht auf WK gewürfelt, dann kommen wir uns veralbert vor. Aber den Ruhm kriegen wir so oder so. Ja, das dann machen wir den Ruhm. Das passt schon. Und dann macht Arminius den Leader oder Fabian, willst du? Ich gebe gerne dem Angel das Wort. Ich bin auch stark für den Blood Angel. So sei es. Aber einfach nur IT. Ja, also, weil ich denke, Tordal wäre wahrscheinlich besser geeignet, in einer großen Schlacht den Anführer zu mimen. Ich wollte auch sagen, Tordal wäre irgendwie gut gewesen bei dem Schwarmchef, glaube ich. Aber da hatten wir natürlich gar nicht so schlecht, dass das Hage da gemacht hat. Nö, das finde ich auch nicht. Also, ich meine, er wäre nur da halt auch gut gewesen von der Thematik her. Ja, wenn es jetzt gegen oder mit Menschen, zumindest sind hier viele Menschen unten, dann ist natürlich die Frage, ob man einen Space Wolf haben möchte oder einen engelsgleichen Blood Angel. Ja, ja. Bruder Arminius, hast du denn schon Kontakt mit normalen Menschen gehabt und da versucht, mit denen zu kommunizieren in deiner Zeit als Space Marine? Wir sollten nie vergessen, wo wir alle hergekommen sind. Und jeder von uns war einmal ein Mensch. Ja, natürlich. Und jeder von uns tut gut daran, auch ihre persönlichen Kämpfe nie zu vergessen. Da bin ich mit dir einer Meinung. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Er schaut einen Moment lang in die Ferne. Ja, aber nicht oft. Nun gut, dann bin ich einverstanden. Führe uns gut, Bruder. Lasst uns alle schwören, vor dem Imperator und vor uns selbst, dass wir unseren Orden Ruhm und Ehre machen. Ja, während ihr jeder eure Schwüre leistet, gemeinsam auf euren Anführer Arminius, könnt ihr sehen, wie die kleinen Cherubim-Engel aus den Ecken sich erheben, hatten kleine Stifte in der Hand, die da auf Pergament kritzeln
Und so fliegen sie und flattern sie mit ihren kleinen Flügelchen neben euch herum und drücken euch dann nach und nach die neu geschriebenen Spruchbänder auf eure Schulterplatten und kleine Wachstäfelchen, die sie dann kurz anschmelzen und dann das Siegelwachs anbringen, damit der neue Ruhm, der neue Eid des Ruhmes auch an dieser Ort und Stelle gezeugt und beleistet ist. Ja, so könnt ihr ausgerüstet wieder zurück in den Kommandoraum, in den Besprechungsraum von Inquisitorin Adriel Quist treten, die euch dann wieder einmal mit den Händen verschränkt zunickt und dann den Befehl gibt an einen sehr verhüllten und verschleierten Navigator, der mittlerweile neben ihr steht. Ein wallender Umhang, der dann auch vor seinem dritten Auge schützt, das wohl aber auch sorgsam behelmt ist, damit dann auch hier kein Missgeschick passiert oder sein drittes Auge sich dann eben fehlerhaft auf euch richtet. Und dann könnt ihr nach wenigen Augenblicken auch bemerken, wie sich das Schiff langsam in den Orbit absenkt. Die Brücken wurden bereits wohl gekappt. Die Donnerwort ist wieder auf dem Weg in die... Oh, ihr wisst nicht genau wohin, höchstwahrscheinlich zur Watchfeste Erioch. Aber ja, so könnt ihr dann nach und nach bald durch die düstere Wolkendecke brechen, durchstoßen und die Landmasse unter euch erblicken. Sie besteht vor allem aus bräunlichem, aus bloßer Erde, stumpfgraue Festungsanlagen, die hier den einen oder anderen Grünstreifen mal zulassen, damit man das alles besser verteidigen kann, aber rasch. Es waren wohl mal viele Getreidesorten im Umlauf, davon könnt ihr allerdings nur noch wenig erkennen, je nachdem zu welcher Seite sich der Planet gerade richtet in seiner Rotation, die dann aber auch merkwürdig verlangsamt ist. Der irrwitzige Zyklus, der jetzt hier den ganzen Planeten ein neues Leben einhaucht. Ihr seht zahlreiche Truppen, die hier stationiert sind, auch wenn ihr dann näher kommt, Zehntausende, Abertausende Truppen, die hier mit ihren Transportfahrzeugen in die Atmosphäre aufsteigen, bemannt werden, abgesetzt werden. Ja, alles das, was der Kreuzzug in die drei Stoßkeile vorbringt, wird dann eben über eine dieser Festungen wohl laufen und ihr steuert die größte an. Die Zitadelle Primaris, die sich hier wie ein Berg erhebt, weitläufig ein künstlich planierter Landstrich, Beobachtungsplattform, die ihr erkennen könnt, Waffenbänke, die hier abstehen, geneigte Welle in regelmäßigen Abständen. Und die Angelus Invictus landet dann auf einer der größeren Landeplattformen aus Dura-Beton zwischen einigen Valkyren-Transportern und einem Marauder-Bomber. Ja, so klein wie das Schiff ist, sollte das auch kein Problem sein. Die Bremsdüsen haben zwar ein bisschen den Schub verstärkt, das Schiff quietscht und ächzt ein bisschen unter der Gravitation, aber da bricht nichts auseinander. Und wenn ihr dann ohne ein hartes Aufsetzen gelandet seid, die Schotten dann nach unten gelassen werden, könnt ihr nach draußen treten, gemeinsam mit der Inquisitorin Quist und ihrem kleinen Kolleg. Wie gesagt, ein Windicare-Assassine, der euch begleitet, und ansonsten nur noch ihr Brüder. Bei der Landung konnten wir da irgendwelche Beschädigungen an den Einrichtungen sehen? Also wurde hier schon mal gekämpft in letzter Zeit? Je nachdem, wo ihr runtergekommen seid. Die Zitadelle Primaris auf keinen Fall. Die ist fast neu, würdest du sagen. Es ist halt standardimperiale Bauart, nur einfach unglaublich viel, viel größer. Das ist also, ja, der Imperial Fist hätte hier tatsächlich seinen Spaß, seine Freude daran. Je weiter du dich von der Zitadelle Primaris entfernst, desto weniger festungsartig wird es. Und gerade wenn du dann in Richtung des Südens dich richtest, kannst du dort wohl auch Holzkonstrukte erkennen. Also das ist dann nicht nur alles aus Stein, nicht nur alles aus Dura-Beton. Das Mechanikum hat hier wohl noch einiges an Aufbauarbeit zu leisten, auch wenn du von draußen schon gesehen hattest, die Monde wurden selbstverständlich schon ausgehöhlt, aber Karlak selbst ist riesig, gewaltig groß, und da wird die nächsten paar Jahre wohl noch weiter dran befestigt, und irgendwann werden all die Holzbauten verdrängt sein. So groß ist der Preis des Überlebens, dass selbst wenn nicht gekämpft wird, Wunden geschlagen werden müssen. Die Atmosphäre ist atembar?
Die Atmosphäre ist atembar. Also du kannst dann auch durch die großen Fenster erkennen, dass dort unten Soldaten üben auf den großen Höfen, Exerzierplätze, Panzer, die umherfahren. Natürlich auch der große, artige Lehman Rust Panzer, der dir natürlich ins Auge fällt. Es ist aber alles Menschengröße. Also du kannst keine Astartes-Ausführung erkennen. Und die Welt ist eine Kontinentalwelt. Wie groß sind die Ozeane? Das ist eine Festungswelt und der vor allem auf der Südhemisphäre wirst du einen gewaltig großen Ozean erkennen können. Der vor allem das nördliche Gebiet ist dann relativ normal kontinental ausgeprägt und wie gesagt viel Durabeton um das Zentrum der Zitadelle Primaris. Und davon abweichend noch einzelne andere Zitadellen, die allerdings weniger groß sind. Und noch weiter ab von dann Holz. Also wir haben so eher typische 50-80% Wasserbedeckung. Du kannst mit, ja, sagen wir 50% Wasserbedeckung, vor allem im Süden rechnen. Okay. Das sind also relativ große Ozeane, aber es ist nicht so, als wäre das hier irgendwie Waterworld 2.0. Nein, das ist es nicht. Gut, gut. Also es ist keine Wasserwelt. Ich denke, wir sind gelandet. Wir steigen dann aus, denke ich. Ja, wenn ihr dann die Planken nach unten tretet, gemeinsam mit Quist, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie über den Hof bereits einige Wachen herumschreiten. Allesamt irgendwie ein gutes Dutzend, würde ich sagen, schwarze Armaplast. Sie flankieren einen Mann, der aufgrund seiner Uniform nur als General zu erkennen sein muss. Der Lord-General Castus Jakton, wie euch dann Inquisitorenquist auch zumurmelt. Er kommt auf euch zu, nickt dann der Inquisitoren zu und dann auch nur euch ganz kurz und knapp. Ah, willkommen auf Kalak. Kommt mit. Hat also wenig Höflichkeiten, weder für euch noch für die Inquisitoren übrig und führt euch dann in einen großen Besprechungsraum. Dann kriegt ihr auch keine Höflichkeiten zurück und wir gehen einfach hinterher. Auf den anderen noch über die Schulter einen Blick mit einer hochgezogenen Augenbraue zu. Und dann müssen wir wohl folgen. Ja, ihr habt gerade den Raum betreten. Einige der Wachen schieben dann die großen Türen wieder zu. Und noch ehe die Türen bereits zugeschoben sind, dreht er sich einmal um, steckt sich eine Zigarre an und fängt dann schon an. Inquisitorin Quist, ich habe mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Euer Kollege hat dies hier zurückgelassen und strikte Anweisungen erteilt, dass es nur an euch auszuhändigen ist. Er geht dabei an einen kleinen adamantenen Safe, der hier in einem Raum eingearbeitet ist, goldene Einlegearbeiten verziert und dreht dann an mehreren Scheiben. Die Tür öffnet sich und er holt dann eine kleine lackierte Schatulle hervor, die aufwendig verziert ist, durch eine Reihe von psionisch versiegelten Schlössern gesichert. Das könnt ihr wohl auch erkennen. Und wesentlich aufwendiger als der Safe selbst. Und dann hält der Quist die Schatulle hin. Ich schaue mich um nach Bedrohung. Ja, ihr könnt mal eine Wachsamkeitswurf machen. Wahrnehmung. Da ich den Helm noch nicht auf habe, Dreier kommt gerade. Ja. Bei mir nischt. Euch fällt auf, dass wohl Quist die einzige ist, die wohl keine Handschuhe trägt. Der General selbst hatte selbstverständlich seine Ausgehuniform an und dazu gehört dann auch selbstverständlich die Handschuhe. Ihr seid natürlich behandschuht und Inquisitorin Quist greift dann zu der Schatulle. Vor allem Tordal, du kannst es riechen. Irgendwas stimmt nicht mit der Schatulle. Ja, bevor er dann die Schatulle weiterreicht, nehme ich sie selber vor ihr in die Hand und versuche den Geruch oder sonst irgendwas näher zu identifizieren, bevor sie, weil sie ja keine Handschuhe oder sonst irgendwas drin hat, versuche ich sie davor zu bewahren. Ja, sie schaut dich irritiert an. Mir wurde gesagt, dass diese Schatulle an mich auszuhändigen ist. In der Tat, aber es stimmt etwas nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Irgendwas scheint mit dieser Schatulle nicht in Ordnung zu sein. Oder Tordal hat recht. Wir sollten uns das näher beschauen. Ich denke, der Inquisitor hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ja, selbstverständlich. Seht ihr das nicht? Ich würde tatsächlich mal näher riechen, ob irgendwas Genaueres ich identifizieren kann, wenn ich jetzt an der Schatulle stehe.
Ja, also zunächst kannst du sehen, dass kreuz und quer Ketten und versiegelte Schlösser über die Schatulle laufen. Man könnte die Ketten dann beiseite schieben. Du kannst einen Runenkreis erkennen. In der Mitte prangt wohl das Symbol der Inquisition. Und man könnte dann verschiedene Runen drücken, Kettenglieder beiseite schieben, Teile von Symbole dann zusammenschieben. So wie so ein kleines Puzzle, würdest du sagen. Und wenn du dann nochmal deine große Nase daran hältst und riechst, dann wirst du wohl Gift erkennen. Sie ist vergiftet. Gift. Gift, was euch wahrscheinlich sofort das Leben gekostet hätte. Wir sind hier, um euch zu schützen, Inquisitrix. Wisst ihr, wie man die Schatulle öffnet? Nun, ich müsste es herausfinden. Es ist eine psionische Sperre. Ich bin allerdings Psionikerin und sollte das sicherlich hinbekommen. Kann man einen Wurf auf Gifte machen, ob es jene gibt, die an bestimmte DNA-Sequenzen gebunden sind, dass sie immun dagegen sein könnte? Würfel mal Medizin, plus 10. Also durchschnittlich. Ja, Medizin ist geschafft. Ist geschafft? Ja. Zwar voll. Ja, ist geschafft. Ja. Kein Erfolgsgrad, aber geschafft. Alles klar. Also du kannst jetzt verschiedene Analysen auch über dann deine Ausrüstung laufen lassen. Dafür bist du ja Apothekarius. Das kannst du jetzt so durch das bloße Riechen oder Anfassen kannst du das nicht herausfinden. Aber das würde dich jetzt ungefähr 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ja, ich nutze meinen Injektor, um eine Probe zu nehmen und packe die passende Probe in meinen Diagnosehelm und lasse den Maschinengeist die Prozesse ablaufen, um Substanz zu identifizieren. Diese Schatulle wurde doch von diesem General übergeben. Hat der Handschuhe an? Der hatte Handschuhe an, ja. Gib mir einen Augenblick. Zufall oder Verrat, denke ich mir. Box gerne den Apothekarius geben und mal anfangen, in dem Raum zu riechen, ob ich irgendwo nochmal dieses Gift wahrnehme. Ja, du gehst ein bisschen in dem Raum herum und sonst nicht. Also in dem Safe ist es besonders stark, ja, das riechst du. Da hat die wohl einige Zeit gelegen, aber ansonsten findest du es hier nicht. Und du weißt, dass das Gift nicht nur für also für denjenigen, der es berührt, ist es tödlich. Und du wirst mit deiner Widerstandskraft auch. Du weißt nicht genau, ob es euch umbringen könnte, aber es ist brutal stark. Also die Inquisitorin wäre auf alle Fälle gestorben, innerhalb von grob 10 Minuten. Es ist also auch nicht an. Nicht an eine DNA-Sequenz gebunden, sondern es gibt keine Ausnahmen. Genau, es gibt keine Ausnahmen. Der die Schatulle berührt, wird sehr qualvoll sterben. Also ist die ganze Schatulle damit bedeckt oder ist es nur irgendwo so eine Giftnadel, die als Falle vorgesehen ist? Nee, die ganze Schatulle. Okay, dann sage ich zu dem General: General, wir haben ein Gift auf dieser Schatulle identifiziert. Ihr solltet unter größten Vorsichtsmaßnahmen eure Handschuhe jetzt vernichten. Merkwürdig. Damit betrachtet er die Schatulle und zieht sich dann langsam und vorsichtig seine Handschuhe aus und legt sie dann vor sich auf den Tisch.